Hallo Freunde, heute begrüße ich euch direkt aus dem Bett, denn es ist Samstagmorgen. Ich bin am Freitagabend hier eingetroffen auf Fehmarn, auf dem Surf-Festival. Ich wurde vom Veranstalter hierhin eingeladen, um mir das Ganze mal ein bisschen anzuschauen und um euch mal zu zeigen, was hier so abgeht. Ich hoffe, der Flair ist genauso geil wie bei den Bulli-Festivals, denn es handelt sich um die gleichen Veranstalter. Und gestern war es auf jeden Fall schon echt lustig. Ich habe ein paar Leute kennengelernt hier und heute möchte ich euch dann mal ein paar Impressionen zeigen von dem gesamten Wochenende und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ja, heute Morgen ist noch sehr, sehr entspannte Stimmung. Also ich habe hier jetzt mal die ersten Bilder aufgenommen. Es wirkt für mich so ein bisschen wie das Bulli-Festival, halt nur nicht nur mit Bullis, sondern halt allen möglichen Campingfahrzeugen und natürlich ziemlich surfbegeisterten Menschen. Also da kann ich nicht so richtig mitreden, aber auf jeden Fall sehr, sehr entspannte Situation hier gerade. Die ersten Stände werden hier jetzt aufgebaut und nachher gucken wir hier nochmal vorbei, was denn so los ist. Und dann hoffen wir auch mal, dass wir noch ein bisschen auf Action treffen. Und jetzt noch einmal gut, bitte. Jo, danke. Das war mal wieder ein richtig cooles und entspanntes Wochenende. Auch als Nicht-Surfer, so wie ich, könnt ihr auf jeden Fall das Surf-Festival besuchen, weil es ist eben nicht nur Surfen, sondern auch Festival. Auch dieses Wochenende war leider ein bisschen wenig Wind. Ich habe mit ein paar Surfern gesprochen und nur am Sonntagnachmittag war dann nochmal richtig Wind. Aber trotzdem sah es so aus, als wenn alle Spaß hatten. Ich hatte auch meinen Spaß auf jeden Fall und ich kann es euch nur empfehlen, einfach mal vorbeizugucken, weil es eben nicht nur ums Surfen geht, sondern einfach die Gemeinschaft da zu sein. Und für viele ist das vielleicht auch eine Alternative zum Bulli-Festival, wenn ihr keinen Bulli fahrt, weil da dürfen sämtliche Fahrzeuge aufs Gelände. Und dann könnt ihr da einfach mal richtig ausspannen und eben das Surfen genießen. Und die Surfer kommen garantiert auf ihre Kosten, wenn denn Wind ist, weil das ganze Material, was ihr hier im Video gesehen habt, was unten am Strand lag, das konnte man kostenlos testen. Dafür ist das Surf-Festival auch da, dass man neues Material, was ja schon ab und an sehr teuer sein kann oder auch sehr teuer ist, einfach mal testen können. Und ich denke, dafür ist es genau das Richtige und dafür lohnt es sich auch einfach dahin zu fahren. Und wenn ich nächstes Jahr wieder Zeit habe, bin ich auf jeden Fall wieder dabei und vielleicht sehen wir uns dann ja. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Und wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert gerne den Kanal
Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also haut rein.